Das sind die Top 5 News des Tages. Heute findet hier in London die Beerdigung der Queen statt. Bei der Totenmesse zum Mittag trauen hunderte Staats- und Regierungschefs um Elizabeth. Wir sind live vor Ort. Alexander Van der Bellen ist auch nach London gereist, um für Österreich Abschied von der Queen zu nehmen. Er wurde von König Charles im Buckingham Palace empfangen und hat im Namen aller Österreicher unsere tief empfundene Anteilnahme überbracht. Der Klimabonus wird seit Anfang September ausgezahlt. Dennoch suchen viele nach wie vor vergeblich nach den 500 Euro auf ihrem Konto. Nun hat die Regierung das Datum der letzten Auszahlung fixiert. Am 10. Oktober spätestens sollte das Geld da sein. Riesenansturm wegen dem neuen Burger von Raf Camora. Der Rapper verschenkte am Sonntag tausende Mackey-Burger an Fans. Auf der Maria-Hilfer-Straße kam es zu einer kilometerlangen Warteschlange. Im Madrid-Derby kam es zu hässlichen Szenen. Videos in den sozialen Medien belegen, wie Real Madrid-Star Vinicius Jr. von Atletico-Fans rassistisch beleidigt wird.